Hallo und herzlich willkommen zurück zu Otherside. Ich bin Mr. Kadhafi, euer Let's Play in das Kaninchen und wir haben leider eine Tochter beim letzten Mal verloren. Remember their courage. Wir haben schon drei Töchter verloren. Wann haben wir denn Amy und Victoria verloren? Ach, das war ganz am Anfang. Das war auch so eine... Das war, glaube ich... Nein, das war bei der Rettung. Stimmt, das war bei der einer der Rettung, da haben wir sie verloren. Aber Clemens ist halt echt... Die ist schon für 6 gewesen. Die kann ich leider nicht wiederbeleben, weil ich keine Wiederbelebungsmarken habe. Nein! Nun ja, wir haben nur noch eine Synapse. Der wollen wir jetzt nachgehen. Anspruchsvolle Jagd. Ich hätte gedacht, dass das Schlimmere wird. Nun ja, verlässt die Lady Azog und Lilith. Hoffentlich stirbt keiner von euch. Letztes Mal war auch eine etwas längere Folge, aber ich dachte mir, dass das in 2 Folgen schneiden ist ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Könnt ihr mir mal sagen, ob er das gut fändet, wenn ich solche Folgen schneide? Ich habe das eine Mal bei der... Bis wir das Heilmittel aus diesem verfluchten Kind schneiden. Der Satz ist so weird. Also das muss ich mal sagen. Ich hatte bei der ersten Rettung, hatte ich das ja, glaube ich, in 2 Teile geschnitten. Jetzt habe ich eine längere Folge so gelassen. Ihr müsst mir mal sagen, was ihr besser findet. Also möchtet ihr lieber dann die kürzeren, das wäre dann so knapp, wenn ja... etwa 17 Minuten gewesen pro Folge. Dafür aber einen Cut mittendrin. Oder möchtet ihr dann lieber eine längere Folge, dass wir halt sagen, wir versuchen, solange es nicht total überbordend ist, pro Folge eine Mission zu machen. Eine Synapse. Ich meine, natürlich, wenn das jetzt eine Synapse ist, die eine Stunde gehen würde oder so, werde ich das natürlich schneiden. Aber, ne, solange es halt sich irgendwie noch in einem... Welchen Rahmen ihr okay findet? Welchen Rahmen findet ihr denn okay? So, könnte man fragen. Dann schauen wir mal, was müssen wir denn besiegen? Wir haben ja 3 Aasfresser. Engel? Ist das ein Engel? Und da oben sitzt das Kind auf den Engelsflügeln. Ich guck mir gerne mal die Welt an. Die ist echt... jedes Level sieht... Ach Gott, wenn ich... Warum? Warum ist hier schon wieder eine Larve? Die kommt jetzt auch immer, ne? Ansonsten ist das alles... Ach, ein Infizierter. Der muss zuerst weg. Lilith, wo bist denn du da oben? Wo kommt denn der dran? Vor deinem zweiten Mal, genauso wie die Larve vor deinem zweiten Mal dran sein wird. Egal. Da wärst du mit dem Sprung nicht hingekommen, deswegen macht das keinen großen Unterschied. Also die Aasfresser dürften sie jetzt theoretisch auf Lilith einschießen. Sie ist am weitesten weg. So, Felicity, was kannst du? Könntest du irgendwas Schönes machen? Munitionsabfang könntest du machen, um ihm hier... Ich weiß nicht, ob ich gleich am Anfang schon Munitionsabfang machen möchte. Was macht Schattenmunition? Fügt einem Gegner... Ach so. Wir könnten allerdings... Oh, warte mal. Wie viel kostet ein Angriff? Wen kannst du angreifen? Nur mal... Nein, warte mal. Warte mal. Wen kannst du angreifen? Du kannst ihn direkt angreifen. Fantastisch. Wen kannst du noch angreifen? Nur ihn? Warte, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Kann dir irgendwer gefährlich werden? Du bist aber nur ein Fluchpraktiker. Du bist ganz weit weg. Der ist mir wurscht. Fluchpraktiker. Du kannst auch nicht. Gut. Gib ihn Wecke. Dann ist der gleich weg. Das ist doch fantastisch. Sehr schön, Felicity. Fantastisch. Eine Gefahr gebannt. Jetzt müssen wir uns noch um die Larve kümmern und der Rest ist bisher einfach nur Kleinkram. Lady Azul. Wann bist du dran? Ganz spät erst. Wann seid ihr dran? Schon noch bald wieder. Bevor Felicity nochmal dran ist. Du hast 110. Dann hättest du noch... Könntest du noch eine Wucht machen. Ich würde aber gerne auch ihm entgegengehen. Um ihn irgendwie vielleicht verzögern zu können. Aber... Da kommen wir natürlich noch nicht so wirklich hin. Außerdem ist der ja auch in der Nähe.
Ah, der kann halt super, von super weit angreifen. Ja, wir müssen aber erstmal hier um... Wir müssen uns erstmal um die Aasgeier hier kümmern. Come into my arms and repent your wicked ways. Der geht eh weg. Wenn wir jetzt auch nicht groß näher dran. Hier können wir mal gucken, was du tust. Nix. Sehr schön. Sehr schön. Lilith. Da sich dein... hier ein Freund direkt vor dich gestellt hat. Guck mal. Kam dir direkt entgegen. Alter, 1600 Schaden. So ein Killermädel. Wie weit kannst du gehen? Okay. Da. So, in der Vermutung, dass ihr auf Lilith geht. Bringe ich Lilith so weit weg, wie es möglich ist. Wenn du jetzt auf Felicity gehst... Warum? Ich verstehe das nicht. Greifen die... Also ich hab A... Ich hab mir... Also in der Beschreibung steht, die weitesten Fantasy Tochter greifen die an. Oder war das zu dem Zeitpunkt Felicity? Naja. Dann Felicity, räume auf. Wenn sie dir unbedingt so nahe kommen wollen, dann mach sie weg. Lady Azog, wann bist du dran? Du bist gleich dran. Du kostest 30, dann könntest du noch eine Wucht machen. Du könntest auch einen Schildhieb machen, dann würdest du ihn töten. Oder? Würdest du ihn direkt töten? Würdest ihn direkt töten und ihn vielleicht sogar nochmal mit ein bisschen Schaden. Ich weiß es nicht, ob das... Nö, aber er tötet. How foolish my fears. Die da hinten sind mir noch relativ Wurst. Ich würde deswegen jetzt ebenfalls hier in die Richtung springen vielleicht. Warte mal, Umgehung. Wie weit komme ich mit der Umgehung? Schon eine ganze Ecke, ne? Aber hier ist eh alles voll, okay. Greifende Mandibeln. Und verwurzelt ist nicht schön. Das ist absolut nicht schön. Felicity. Du kannst ihn hier. Du deckst nach hinten. Come into my arms and repent your wicked ways. Und dann machst du Munitionsabfang. Nee, machst du nicht, weil du so wie niemanden siehst. Okay, du siehst hinter diesem Stein eh niemand. Dann kannst du auch da bleiben. Lady Azog. Jetzt ist die Frage. Wie viel Schaden macht deine greifende Mandibeln? Bis zu 500 Schaden. Das ist schon echt eine Menge. Ich überlege gerade, ob ich... Hast du Rüstung? Ein bisschen. Ich überlege gerade, was passiert, wenn ich jetzt hier die rettende Gunst mache? Unterbricht... Da steht nicht, unterbricht ein Nahkampfangriff. Das heißt, ihr müsstet doch den Angriff theoretisch mit Lilith wechseln. Wenn der Angriff erfolgt. Oder... Dann bist du dran, du bist gleich dran. Wir machen vielleicht hier erstmal einfach die Wucht. Wir machen erstmal die Wucht, damit der später dran ist. Hat jetzt nicht so viel gebracht, muss ich gestehen. Ich hätte mit mehr gerechnet. Egal, dann machen wir die rettende Gunst und gucken mal, was passiert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, Lilith ist fixiert. Kannst du aber... du kannst Umgehung machen. Jawohl. Damit dürftest du nicht mehr fixiert sein, oder?
Doch, aber du hast einen Blitzschlag. Du könntest ihn auslöschen. Sehr schön. Oh, Lille ist fantastisch. Selbst fixiert kannst du immer noch töten. Oder verwurzelt ist ja nicht fixiert. Fixiert wäre einfach nur, kann sich nicht in eine Richtung drehen. So, Felicity, du... Wie weit kannst du gehen? Okay, dann geh du mir mal... Warte mal, wie weit kannst du gehen? Bis nach hier, dann geh mir mal nach hier. Reicht das für einen Angriff? Nein. Aber du bist vor ihm nochmal dran. Oh! Seine Rüstung ist doch sehr hoch. Hupsi! Na gut. Du bist vor ihm nochmal dran. Lady Azuk. Kessle ihn mal ein. Lilis und du, ihr kesselt ihn jetzt mal ein. Ich meine, das ist zwar, glaube ich, ganz schön gefährlich, weil die kontern kann, die Larve zur Not, aber hey, no risk, no fun. Außerdem macht Lilis ihn ja jetzt fertig einfach. Lilis geht jetzt hier in die Flankenposition und tötet ihn mit einem Schlag. No more false prophets. So, deine Rüstung ist immer noch... Nein, deine Rüstung ist nicht mehr so hoch. Dann kannst du einmal angreifen. Du könntest sogar... Ach, jetzt ist natürlich risky. Ich könnte jetzt nochmal angreifen. In der Hoffnung, dass sie alle... Warte mal, habe ich 100%ige Trefferchance? Ja, gut. Sie ist einzigartig. Ich habe das Achievement, sie ist einzigartig bekommen. Was bedeutet das denn? Ich vor allem... Runde beendet, ne? Fähigkeiten 1? Lilis hat noch eine Eigenart bekommen. Lilis! Wie viele Eigenarten und auch Felicity hat eine Eigenart bekommen. Lilis, du sammelst auch die Eigenschaften wie andere Leute, um mal Pong zu zitieren, von den beleuchteten Brüdern. Du sammelst Eigenarten wie andere Leute Kinder. Also, erstmal hat Felicity ein Level up. Jetzt könnten wir haben... Es ist trotzdem nicht schlecht, ne? Aber hier so... Schleuderaktion, 35 AP, verursacht... Flächenschaden. Und stößt Gegner weg. Erst machen wir mal, das klingt super. Das klingt super. Da könnte ich ja theoretisch jetzt hier auch nochmal so einen Bonusschaden... So eine Bonusschadenerinnerung reinsockeln. Was haben wir denn für neue Sterne? Das Ziel wird früher aktiv. Erhöht den Schaden. Gewährt dem Ziel zur Rüstung. Verursacht der Schaden um 50%. Okay. Aber dann packen wir hier. Also jetzt könnten wir natürlich sagen, wir machen 55 Schaden extra. Wir könnten aber auch sagen, dass wir hier den einen zusätzlichen Angriff machen, um 70 Schaden, kann aber nicht critten, oder das Ding bei solchen Sachen ist immer, wenn die Rüstung haben, bringt das halt nichts. Mit den erhöhten Schaden komme ich durch die Rüstung vielleicht durch. Oder ich mache das, dass ich in der Zone die Rüstung wegrocken kann. Das ist so, ne, da stehen drei Gegner aufeinander, alle haben Rüstung, mit einem Mal haben alle keine Rüstung mehr. Hast du nicht eh schon, bist du nicht eh schon die Rüstung reduziert? Ne, erhöht den Schaden. Gewährt er eine Rüstung. Ach so, damit kann ich mich... Ach so, das habe ich gemacht, damit ich... Ach, das ist dein Backup. Das muss ich mir mal echt vermerken, dass du solche Backup-Skills hast. So, aber wir machen jetzt hier den Anti-Rüstungsangriff. Auf der anderen Seite könnte, macht sie halt damit... Tötet sie Aasfresser noch nicht. Dafür bräuchte ich aber eh den 100er. Machen wir das erstmal. So. Jetzt gucken wir aber, was du für eine Eigenart hast.
Deine neue Eigenheit ist erleuchtet. Verzögerung nach Zugende minus 5. Sehr schön. Und Lilith, du hast jetzt 1 mit dem Schwert. Schaden nochmal plus 20% grundsätzlich. Und nochmal 10 AP mehr. What the fuck? Lilith. Alter Schwede. Die macht jetzt, wenn sie in Gegnern, in der Nähe von Gegnern steht, mindestens 40% mehr Schaden. Bei Mediaster-Kreaturen sogar 50% mehr Schaden, da 20 AP mehr. Alter Verwalter, Lilith ist echt eine Kampfmaschine. Lilith darf nicht sterben. Och, Lady Azug darf natürlich nicht sterben, aber die hat nur in Anführungszeichen 3 Eigenarten. Desire braucht noch eine Eigenart und Hope hat erst eine Eigenart. Ist fast tot. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen in dieser Folge, weil die ein bisschen kurz ist, machen wir noch die Erholung. Dann wird der Boss spawnen sozusagen. Das werden wir ignorieren. Den machen wir erst am letzten Tag. Und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Vielleicht muss ich nämlich noch meine Tochter beleben. Vielleicht können wir aber auch eine Rettung machen, sodass wir eine Tochter wieder erwecken können. Gucken wir mal, was kommt. He can hide behind his religion no longer. Hinter seiner Religion. Secrets must not know my secrets. The power of prayer protects me. On your knees before me, so I may absolve you of your sins. Der Schlüsselmeister, wa? What will you remember now? Das ist der Schlüsselmeister. Kellergefängnis. Der hat ganz viele Schlüssel, aber er scheint irgendwie eine Art von Priester zu sein. Und hat das Gitter hinten auf dem Rücken. Es könnte entweder ein Bettgestell sein oder eine Gefängnistür. Ich glaube eher eine Gefängnistür. Passend zu den Schlüsseln und sowas. Und ist das so dieses... Sollen das vielleicht die... Ist die Frage halt, wie viele Eras es gibt. Es gibt ja diese 5 Stadien der Akzeptanz. Und eins davon ist ja auch Verhandeln und könnte beten, also der Glaube, die Form von Verhandeln sein, dass ich bei einer tödlichen Krankheit mit einem oder mehreren Göttern verhandle, in der Hoffnung, dass ich doch noch weiterlebe. Gut, aber was haben wir für Synapsen? Was haben wir jetzt hier Neues? Haben wir was Neues? Wir haben eine neue Reminiszenz. Was für eine neue Reminiszenz haben wir denn? Remember. Robustes Schloss. Du kannst eine weitere Tochter wiederbeleben. Ach, guck mal. Dieses schwere Vorhängeschloss, aus robustem Metall geschmiedet, hat schon mal besser ausgesehen. Wo einst das Schlüsselloch war, klafft nun ein krude, herausgehauenes Loch, von dem aus sich Eisenspäne wie eine Metallblume wegspreizen. Schön. Sehr schön, möchte ich sagen. Sehr, sehr schön. Also, was haben wir als Synapsen? Eine Jagd. Okay, das heißt, warte mal, habe ich das richtig gesehen? Alles wieder 1 bis 3? Okay, das heißt, wir müssen eine Tochter erwecken. Dann haben wir eine Level 1 Tochter dabei. Na gut, geht wohl nicht anders. Aber das wird erst beim nächsten Mal der Fall werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.